Transition Metal ist eine Begegnung von Klassik und Metal mit hohem Anspruch. Ein klassisches Orchester und eine progressive Metalband begegnen sich auf Augenhöhe und wagen sich tief in die Welt des anderen vor. Sowohl die Musik Richard Wagners als auch die zeitgenössischen Kompositionen von mir und meiner Band erfahren zweierlei Interpretationen. Das heißt, die Band spielt ihre Musik, spielt aber auch Wagner. Das Orchester spielt sowohl Wagner als auch unsere Musik. Und in einer neuen Komposition kommen die beiden zusammen und wir versuchen zu der Essenz, die beide Stile verbindet und hinter beiden Stilen liegt, durchzudringen, sodass das Ganze mehr wird als die Summe seiner Teile. Wenn wir die Musikgeschichte rückwärts betrachten, wäre es ja geradezu ein ahistorisches Verhalten, eine solche Zusammenarbeit nicht zu wagen. Denn Musikgeschichte war immer das Öffnen neuer Blickwinkel, die Begegnung verschiedener unterschiedlicher Komponisten und kompositorischer Stile. Wenn man Klassik und Metal gegenüberstellt, denkt jeder zunächst mal an die Unterschiede, die sehr groß sind teilweise. Allerdings haben die beiden Stile vor allem in ihren extremen Ausformungen auch sehr viele Gemeinsamkeiten. So ist zum Beispiel der extremere Metal harmonisch äußerst komplex, was die Form betrifft, sehr viel freier als Popmusik. Sprich, es gibt Stücke von einer Stunde, die symphonische Proportionen haben. Man kann so weit gehen, wie man will, in Polyrhythmik, in Polytonalität, in Virtuosität, in emotionellen Abgründen, die man ausdrücken kann. Man ist eigentlich sehr frei. Das Gleiche gilt für die zeitgenössische Klassik, wo man, ja, man kann machen, was man will und man kann so weit gehen, wie man möchte. Dieser Versuch, Fremdes oder scheinbar nicht zusammenhängendes zusammenzuführen, resultiert aus meinen Erfahrungen und meiner Mitwirkung, die ich hier im Festspielhaus der Bayreuther Festspiele 31 Jahre machen durfte. Ich war schon beteiligt am Jahrhundertring unter der Leitung von Boulez und unter der Regie von Patrice Chéreau, bis letztes Jahr bei dem legendären Ring mit Christian Thielemann. Bewegend natürlich die Zusammenarbeit mit Schlingensief, also bin ich gewissermaßen Wagner gestählt. Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Stilen, Einflüssen, Techniken und wir bauen gern komplexe Soundgebilde auf, die einem orchestralen Schreiben eigentlich sehr verwandt sind. Von daher lag es nahe, diesen Austausch auch wirklich mal zu praktizieren. Die von Florian Magnus Maier geäußerte Beobachtung der Virtuosität, ja Akrobatik, gerade im Werk Richard Wagners. Zum ersten Mal werden dort Kontrabässe in geradezu enorme virtuose Bereiche geführt von ihm. Er war ein Revolutionär nicht nur in der Musik, nicht nur in der Sprache, nicht nur in der Architektur, wenn Sie sehen, sondern er hat alle, auch die Sänger, wie im Metal-Bereich, im Popularbereich, an die Grenzen des Machbaren, des Singbaren geführt. Meine Theorie war immer, dass der Unterschied zwischen Genres oft mehr eine Frage der Instrumentierung ist, als wirklich ein essentieller Unterschied in den geschriebenen Noten. Last night,
unser singuläres Projekt wurde beschützend begleitet von drei Schirmherrschaften. Das war einmal die Festspielleiterin der Wagner-Festspiele hier, Katharina Wagner, dann der bayerische Minister für Kunst und Wissenschaften, Dr. Heubisch, und der in der Schweiz lebende legendäre Metalmusiker Tom Warrior.